So Leute, ganz kurzes Vorwort. Ich habe heute mal den Schnitzel ein bisschen geändert. Also so alles das, was ich hier eigentlich im Zeitraffer lösen würde, habe ich jetzt weggecuttet. Ist euch das lieber, dass ich nur Spielentscheidendes oder sowas im Zeitraffer mache? Weil ich für meinen Teil finde das Zeitraffer richtig geil aussehen. Andere Leute nicht. Ich habe jetzt Spielentscheidendes und einmal so, weil ich das schon im Video announced habe, Zeitraffer gemacht. Also sagt mal einfach Zeitraffer, ja, nein. Ich mache eine Abstimmung, vielleicht vergesse ich es auch. Holombres, Memo, Gamer, Volle, Merbla, Spaniol. Nicht sehr gut, como y es das? Bei diesem Texture Pack, ne? Ich finde ja alles hässlich, außer die Blöcke. Die sind so geil. Jetzt mal ohne Witz. Diesen Stick, diese Spitzhacke, ich kann kötzen. Mein Skill, ich kann kötzen. So Leute, ich habe heute mal versucht, ein Video mit Hitfilm Express zu schneiden. Und ich halte Hitfilm Express nicht für ein schlechtes Schneideprogramm, das kann man nicht sagen. Aber, ich halte Hitfilm Express für ein kompliziertes Schneideprogramm. Für ein Schneidprogramm, was unnötig kompliziert ist. Sprich, Hitfilm ist zum Beispiel das erste Schneidprogramm, was ich kenne, wo man, um irgendwas aus seinem Video zu verschieben oder zum Schneiden, halt unterschiedliche Tools, sag ich jetzt mal, braucht. Was der für eine Mission hatte, weiß ich auch nicht. So, schon wieder den Hacker reporten. Ich hasse dieses System of Kyudo. Wenn der off geht. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Server mache, dann werde ich das auf zwei Art und Weisen anders machen. Zum einen, wenn der Reporter to off geht, dann wird er nicht direkt gelöscht, sage ich jetzt mal, der Report, sondern der Report wird, ja, es ist, also der wird offen gelassen und wenn die Person das nächste Mal on, glaube, das überleben wir nicht von hier. Ja, moin! Anti-Knock ist da! Gibt gleich auch einen Report. Ich meine, gerade hat er dann wieder Knockback bekommen, aber... Also, dass man auf Kyudo den ersten Hit manchmal keinen Knockback bekommt, das kenne ich sogar. Aber dass man die nächsten 30 Hits dann immer noch keinen Knockback bekommt, das... Also, es ist kein bekannter Kyudo-Bug. Und der kommt jetzt wahrscheinlich mit dem Schwert an. Ja komm, Lacklein vor 100 ist da. Typ regt mich gerade schon wieder auf. Wahrscheinlich kommt er jetzt... Ja, Fuliku hat er schon mal. Wahrscheinlich fehlen ihm noch genügend Cobwebs, um sich durch sein komplettes verficktes Leben zu webben. Bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass er jetzt mit... Ja, der hat einen Cobweb. Gut. Jetzt wurde es mir ein bisschen zu blöd. Zeitraffer-Action! So, wir sind fertig mit Shoppen. Jetzt wurde es mir ein bisschen zu blöd. Habe ich übrigens nicht nachträglich im Schnitt aufgenommen. Das habe ich gerade gesagt. Weil es mir gerade ein bisschen zu blöd wurde, wenn der sich da mit Full IQ durchs Leben sweatet. Auch gut. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine positive Bewertung freuen. Abonniert liebend gerne den Kanal. Aber natürlich nur, wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao.